Hallo mein lieber Löwe, herzlich willkommen zurück zu deinem Kanal der Astrologie auf YouTube. Die Sonne ist im Sternzeichen Jungfrau. Das heißt, im September 2018 strebst du nach der Verfeinerung und der Entwicklung deiner persönlichen Fähigkeiten, damit du dein Selbstwertgefühl stärken kannst. Der vernünftige Einsatz von Geldern und anderen materiellen Ressourcen wird bei vielen Löwen im Vordergrund stehen. Am 6. läuft Saturn wieder direkt in Steinbock. Mit diesem Transit dürftest du bis Dezember dieses Jahres entweder zunehmend mehr Arbeitslast haben oder du könntest nur im Rahmen bestimmter Einschränkungen deiner Arbeit ausüben. Geduld sowie einen hohen Grad an Einfallsreichtum werden sich positiv auf dein berufliches Weiterkommen auswirken. Wenn du neidisch auf andere bist, statt dich auf das zu konzentrieren, was du gut kannst, mein lieber Löwe, dann wirst du scheitern. In dieser Zeitspanne ist es erforderlich, eine klare Verbesserungsstrategie zu entwerfen und stufenweise durchzuführen. Nur so wirst du jegliche Probleme überwinden und dich nicht von Angst und Hoffnungslosigkeit überwältigen lassen. Am 9. geht Venus in Skorpion. Deine innersten Gefühle solltest du als Ausgangsbasis für das Erreichen deiner Ziele nutzen. Bis Januar nächstes Jahres könntest du eine tief berührende Erfahrung mit einem Menschen erleben. Diese kann zum Teil verletzend sein. Es kann auch sein, dass du besessen von jemandem bist oder dass jemand sehr fixiert auf dich ist. Egal in welche Richtung die Besessenheit geht, sollte man eine endgültige Entscheidung diesbezüglich treffen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wirst du dich stärker mit der Heimat oder der Familie verwurzeln. Zwischen 10. und 12. ist Sonne immer noch in Jungfrau in einem harmonischen Aspekt zu Jupiter in Skorpion. An diesen Tagen dürftest du große Fortschritte machen oder erfolgreich mit einem persönlichen Projekt vorankommen. Du dürftest deine Energie effizient und methodisch ganz ohne viel Hinterfragen oder Kritikäußerung einsetzen. Bevor ein Interessenkonflikt ausbricht, solltest du eine positive und konstruktive Haltung gegenüber anderen Menschen haben. Nur so, mein lieber Löwe, wirst du Vorteile ziehen können. Zwischen 16. und 21. ist Mars in Wassermann und er macht einen Quadrat zu Uranus in Stier. Wenn du versuchst, dich an jemanden anzunähern, dann wirst du Ablehnung bekommen. Es ist nicht die richtige Zeit, sich für einen Job zu bewerben oder eine Vereinbarung mit einer Firma oder Amt zu schließen. In einer Liebesbeziehung könntest du Ärger aufgrund von Meinungsunterschieden haben. Meine Empfehlung an dich: bitte beruhige dich und lass dem anderen seinen Freiraum. Dieser Aspekt zeigt seine größte Spannung am 19. des Monats. Am 23. ist dein Zeichenherrscher die Sonne mit Merkur in Sternzeichen Waage. Also wir haben beide Planeten in diesem Sternzeichen. Angelegenheiten, die mit den Themen Lernen, Bildung und Sprache zusammenstehen, werden dir bis Anfang Oktober viel bedeuten. Der Einsatz deiner intellektuellen Fähigkeiten in akademischen oder beruflichen Kreisen wird außerordentlich erforderlich sein. Die Zeitqualität begünstigt den Beginn von Lernveranstaltungen. Mein lieber Löwe, ich wünsche dir alles Gute für September 2018.
Wenn du eine individuelle Beratung erhalten möchtest, findest du meine Daten unten bei der Beschreibung des Videos sowie bei meiner Webseite www.10sternastrologie.com. Darüber hinaus möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich eine Facebook-Seite habe, in der ich viele Beiträge immer wieder veröffentliche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.